Erik aus dem Gemeinderat. Ich bin immer noch Zoe von den Turning Eagles. Und wir hatten in der Gruppe Skaten nur eine Runde, weil in der ersten Runde war niemand da. Wir hatten auch leider niemand von den zuständigen Ämtern von der Stadtverwaltung da. Es geht darum, dass verschiedene Skateanlagen in Karlsruhe in nicht mehr so einem ganz guten Zustand sind. Also beispielsweise in Daxlanden wurde eine Tischtennisplatte direkt in den Skateplatz gebaut, weswegen da die Rampe schlecht benutzbar ist. Beim NCO Club wurden die Rampen abgebaut, weil in 5 Jahren da eine Halle abgerissen wird und da hat man das wohl jetzt schon gemacht. Das heißt, da kann man es auch nicht mehr benutzen, weil der Günther-Klotz-Anlage ist wohl ja was Asphalt, so dass der Platz da wirklich unattraktiv ist, den zum Skaten zu benutzen. Und was wohl ganz gut im Moment noch ist, ist der Otto-Dullenkopfpark, der ja auch erst vor ein paar Jahren neu gemacht wurde. Und im Prinzip geht es darum, dass wir gerne eine Projektgruppe machen wollen. Da ist auf jeden Fall der Stadtjugendausschuss mit dabei. Das wird Nikolai vom Vorstand mit übernehmen, dass der Stadtjugendausschuss damit sich mit einbringt und auch von der Politik wollen wir mitmachen. Und da sind natürlich auch alle meine Stadtratskollegen von anderen Fraktionen eingeladen, dass wir euch auch gerne mit dabei haben. Und wir wollen uns einfach mit der Stadtverwaltung mal zusammensetzen und Tisch machen, Arbeitskreis, was kann man damit in verschiedenen Flächen machen, um es zu verbessern. Also nicht nur, wenn es wahnsinnig viel Geld ausgeben muss, sondern einfach mit relativ kleinen Maßnahmen, die schon viel helfen würden. Und dann ist auch die Frage, wie man quasi dauerhaft den Kontakt macht, dass die Skater-Szene quasi Ansprechpartner hat gegenüber der Stadtverwaltung, wo man quasi sowohl von der Stadtverwaltung her einen Ansprechpartner hat, wo man weiß, wie man für die Skater-Szene ansprechen muss, als auch die Skater-Szene ihre Interessen quasi an die Stadtverwaltung kommunizieren kann und dass jetzt immer einzelne Personen sind und dann eben zweifelsfall auch einzelne Interessen sein können, sondern dass es schon ein einheitliches Bild ist und eine gemeinsame mehrheitliche Meinung. Ja. Genau. Also ich würde noch gerade hinzufügen, dass der Volkswirt e.V. und wir Drowning Eagles werden uns noch zusammensetzen mit dem Roller Derby, dass wir so einen Dachverband gründen, dass wir besser ansprechbar sind, einfach wenn es um zukünftige Entscheidungen in diesem Bereich geht.